Herzlich willkommen, meine Lieben, zu meiner ersten Folge von System Shock, das Remake. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt gute Unterhaltung und viel Spaß. Ja, die Nightdive Studios haben System Shock wieder neu zum Leben erweckt. 2016 wurde es abermals angekündigt, hat sich dann unzählige Male verschoben. Es ist über eine Kickstarter-Kampagne damals realisiert worden. Und seit gestern können wir es jetzt spielen. Für all diejenigen unter euch, die System Shock nicht kennen, wir haben einen 3D-Shooter mit Rollenspielelementen. System Shock war seinerzeit, damals 1994, von Looking Glass und Origin Systems entwickelt worden und war zu der damaligen Zeit bahnbrechend, da der 3D-Shooter im Gegensatz zum Doom von id Software, das Level-Design war viel komplizierter, war viel besser gemacht. Wir hatten Schrägen, wir hatten Stockwerke. Das ging mit der Doom-Engine nämlich nicht. Da spielte sich alles auf einer Ebene ab. Und somit war einfach diese Engine deutlich besser, deutlich anspruchsvoller und hat einfach auch Interaktion zugelassen. Viel mehr als bei Doom damals. Und es war ein Riesenerfolg, dieses Spiel. Es ist jetzt ganz, ganz lange her und wir haben endlich einen würdigen Nachfolger bekommen. Wir haben das System Shock 1 sozusagen nochmal in halbwegs aktueller Grafik. Natürlich haben wir hier einen Pixel-Look wieder, das natürlich hochpoliert auf HD. Aber Grafik ist nicht alles und mir gefällt die Grafik wahnsinnig gut. Ich habe die Demo gespielt, bin gleich wieder in den Bann gezogen worden und ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Für die alten Hasen unter euch, die System Shock kennen, wissen, worum es geht. Für die eventuellen neuen Hasen, lasst euch einfach überraschen und wir starten das Spiel. Ich gehe kurz in die Optionen rein, dass ihr seht, was man einstellen kann, und dann geht's los. So, ihr seht, fortfahren. Ich habe schon mal angefangen, aber ich werde noch mal neu anfangen, weil mir der Schwierigkeitsgrad zu leicht war. Ich möchte es ein bisschen schwieriger haben. So, Gameplay. Ihr könnt die Minimap drehen, wenn ihr wollt. Tutorials lassen wir natürlich erst noch mal an. Waffen automatisch nachladen möchte ich nicht. Nachladen kann Batterie verwenden. Ach, wir können das eigentlich doch anmachen. So, dann haben wir hier die Standardsachen. Mausempfindlichkeit, Tastenbelegung ist WASD. Springen, Spacebar, Ducken, momentan linke Kontrolltaste. Nach links, nach rechts lehnen, QE. Ihr kennt das. Interagieren mit der rechten Maustaste, angreifen mit der linken Maustaste, nachladen und so weiter und so fort. Könnt ihr euch entsprechend der dann auch hier alles individuell einstellen, was ihr wollt. Ihr könnt schnell laden mit F9, das werde ich mir umsetzen. Entschuldigung, das lege ich mir um auf die F8, weil die F9 bei mir eine Makrotaste ist. Nehmen wir hier die F8. Und dann habt ihr hier im Grunde mit Gamepad, könnt ihr das auch zocken. Wir bleiben auf Vollbild, das passt. Bewegungsunschärfe nehme ich raus, das mag ich nicht. So, ihr könnt im Grunde alles auf Ultra stellen. Ja, der Client ist auch nicht besonders groß. Wir haben 8 GB zu Buche. Und das langt allemal. Das passt, das passt. Ihr könnt, wenn ihr wollt, euer Farbschema umändern in unterschiedliche Vorgaben. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass wenn wir auf beispielsweise lila zocken, weil das ja so ein bisschen meine Farbe ist, dass zumal der Text sehr, sehr klein ist, wenn wir mit Objekten interagieren, die dann natürlich auch eine gewisse Bezeichnung haben, dann ist die Schrift so klein, dass ich es komischerweise mit lila nicht mehr lesen kann. Deshalb bleibe ich auf dem Hacker Neongrün. Und so sollte es jetzt alles gewesen sein. Wir starten ein neues Spiel und werden jetzt mal den Kampf so lassen wie auch in der Demo. Ich glaube, dass ich nämlich alles auf 2 gehabt habe und wir hatten einen etwas höheren
Schwierigkeitsgrad etwas aggressivere Gegner. Und das werden wir jetzt auch so lassen. Wir können den Schwierigkeitsgrad nicht mehr umstellen. Ja? Überlegt euch das gut. 2 ist, würde ich jetzt mal behaupten, einfach normal. Auf 3 ist es dann schon mit einem permanenten Tod verbunden, wenn ihr sterbt. Uns wohl entdeckt. Sehen wir von hier eigentlich auch die Drohne? Ah, das war sie wahrscheinlich. So, wir sind in unserem Apartment, was wirklich schön eingerichtet ist. Und es sind auch ein paar Gimmicks versteckt. Wie zum Beispiel... Tada! Die Originalverpackung von System Shock 1 damals, 1994, so sah die Verpackung aus. Witzig! So, wir sind ein Hacker und wir hacken gerne. Und ja, bevor wir das tun, werden wir erstmal in die Toilette gehen. Hände waschen. Duschen. Wir können sogar kalt duschen, wenn wir wollen. Alles möglich. So. So, mal gucken, was wir heute schon hacken. Citadel Station means a lot more to me than any other place I've ever lived. It's more than just a great professional environment. As a corporation, Trioptimum has given me a place where I can feel safe and comfortable. All of my needs are taken care of under one great big... Oh. I feel das like war nicht gut. Uh-oh. Das war auch nicht gut. We're transporting the prisoner from New Atlanta Sector 11. What's our destination? Diego's office is requesting the prisoner to make the handoff there. Copy that. Remember, gentlemen, what I say stays here. I'm currently attending to other affairs on the station, but I have a job for you. If you do it, you'll be rewarded. Refuse, and you won't be leaving the station in a shuttle. I see the silent type. Remove the hood. I'll make you a deal. You cooperate, and I'll give you the implant you tried to steal.
surgery and all. Consider it the gift. Besides, what surgeon would you prefer? Try Optimum's Elite or some black market hack job? Fantastic. This is Shodan, the station's AI. She controls just about every system on Citadel Station. I need you to remove the ethical restraints. They've been a bit of an issue of late. Ethischen Beschränkungen. Okay, das kann ja nur in die Hose gehen. Hätte mich auch gewundert, wenn wir frei gewesen wären. Wir sind wach, wir sind wach! Okay. So, meine Lieben. Ich kenne es ja schon etwas. Ich werde natürlich alles erklären, erzählen. Wichtig für euch, vielleicht schauen wir uns kurz mal das HUD an. Genau, ihr sagt es uns ja auch schon. So, ihr habt mit der Tabulator-Taste könnt ihr auf euer Inventar zugreifen. Ihr seht, wir haben hier 4 Waffenslots. Wir haben ja in den Optionen kategorisiert eingestellt bei dem Interface Vorgabe. Und er hat es jetzt so entsprechend. Also wir haben 4 Waffenslots. Wenn wir Sprengstoffe finden, wie Granaten oder Minen, dann legt er die automatisch bei Sprengstoffe rein und bei Verbrauchsgüter halt Dinge, die uns heilen, uns pushen, ja, uns stimulieren, solche Sachen halt. Wir sind ja im Grunde ein Hacker, der ja auf Implantate setzt. Das heißt, wir werden im Laufe des Spiels auch, ich komme jetzt auf den Status noch nicht drauf, ihr habt dann ganz normal klassisch die Ansicht, wo wir dann entsprechende Implantate bei, ja, Augen, Kopf, Arm, Glieder und so weiter setzen können. Wir haben 5 Reiter, Inventar, Karte, Status, Medien und Waren. Ach nee, Entschuldigung, bei Waren ist es das. Hier kommen die Implantate rein. Und wir haben dann aktive und passive. So, es gilt jetzt erstmal alles zu sammeln, was ihr finden könnt. Ihr könnt Dinge, und selbst wenn es nur Müll ist, beispielsweise, wenn wir jetzt mal hier ein paar Sachen rausnehmen und dann erkläre ich euch da ein bisschen was dazu. So, einmal und auf der anderen Seite auch noch. Im Grunde ist es teilweise Schrott, was wir hier sammeln. Von Haus aus schon. Aber ihr könnt euren Schrott, den ihr nicht mehr benötigt oder generell nicht benötigt, wie beispielsweise so eine Spukschale oder sowas oder eine Schere, ihr könnt das zerlegen. Ihr macht rechte Maustaste und habt dann hier verdampfen. Ja, klingt komisch, aber letztendlich verdampfen heißt zerlegen. Und wenn ihr das tut, dann entstehen solche Schrottwürfel. Und diese Schrottwürfel könnt ihr später in einer entsprechenden Maschine, in einem Recycler, könnt ihr die zu Credits umwandeln lassen. Also wichtig im Grunde, wenn man viel Credits sammeln möchte, weil wir später auch Zugriff auf Snackautomaten haben, wo wir uns, was weiß ich, für unsere Gesundheit was rausholen. Wir können bei Automaten unsere Munition nachfüllen, indem wir uns Munition kaufen. Wir können in der Waffenkammer uns Waffen kaufen.
später im Verlauf des Spiels. Und oder wir können auch Waffen-Upgrades kaufen. Also ganz wichtig einfach, dass ihr eure Dinge, die ihr nicht braucht, verdampft, verlegt. Und ihr seht, die Schrottwürfel sozusagen werden immer mehr. Das, was wir nicht brauchen, kommt alles weg. Wenn ihr entsprechend wissen wollt, was ihr da gerade gefunden habt, wie zum Beispiel das hier, Medipflaster-Heilmittel, seht ihr jetzt die Wirkung, die Nebenwirkung und die Dauer, wird ja hier eingeblendet. Und wir haben unten Halte, und das kann man dann wiederum nicht lesen, aber es ist die linke Alt-Taste, die ihr halten müsst. Dann wird eine kleine Beschreibung normalerweise Oh, das war vorher Alt. Okay, jetzt ist es V. Okay, wie auch immer. Ihr drückt V. Halte V für eine Beschreibung gedrückt. Das ist ja witzig. Okay, die müssen wir jetzt auch nehmen. Wir sehen den Gesundheitsstatus oben. Oben ist Gesundheit. Darunter Energie. Und hier haben wir sozusagen unsere Augmentierungen, die natürlich jetzt noch nicht bestehen, aber die werden euch dann da angezeigt. So, wir nehmen jetzt mal unser Medipflaster. So, genau. So, okay. Dann haben wir einen Schalter. Und hier haben wir einmal Navigationskartierungsmodul in der ersten Version. Minimap wird entsprechend unten links dann eingeblendet. Dann haben wir das Multimedia-Datenlesegerät, weil wir ziemlich viel E-Mails checken und ja, Nachrichten finden. Und dann haben wir hier ganz wichtig die Keycard in Gelb. Und ein Rohr. So, wir warten kurz, bis Rebecca Lansing uns alles mitgeteilt hat. Ich werde es so machen, dass die Notizen, die wir finden, E-Mails, die wir lesen, werde ich selbst überfliegen. Wenn ihr sie lesen wollt, müsst ihr das Video kurz pausieren. Es ist so viel an Notizen und Hinweisen zu finden, dass das sonst ausartet, wenn ich das alles vorlese. So, wir haben eine Art Eisenrohr gefunden. Das ist jetzt unsere primäre Waffe erstmal. Ihr könnt entweder normal mit der linken Maustaste schlagen oder ihr haltet die linke Maustaste gedrückt. Seht ihr schon, ihr nehmt es dann beidhändig und dann könnt ihr richtig fest zuschlagen. Ja. Und das brauchen wir auch, weil wir jetzt auf einem normalen Schwierigkeitsgrad spielen, wo die Gegner deutlich aggressiver sind. Er sollte uns angreifen. Ja, das tut er auch. Aber nicht mit uns, mein Freund. Nicht mit uns. So. Das ist eine Heilkammer. Das findet ihr im Laufe des Spiels immer mal wieder. Am Anfang ist es ganz gut, wenn wir zu viel Damage bekommen, laufen wir einfach zurück. Gehen hier rein, aktivieren es mit der rechten Maustaste. Er legt sich rein und wird kurz hochgeheilt. System Shock ist ein Spiel, was euch nicht vorgibt, was ihr machen müsst. Ja, also wir sind jetzt hier im Grunde auf der Medical Station, auf der Medizin, in der Medizinabteilung, wenn man so will. Und wir müssen rausfinden, warum hier kein Leben mehr herrscht, warum ja hier Roboter ihr Unwesen treiben, die auch noch uns auch noch angreifen. Also es wird nichts erklärt, wir müssen uns alles selbst irgendwo beibringen und in Erfahrung bringen.
Aber das macht umso mehr Spaß. So, wenn wir dann mit der rechten Maustaste auf so einen Roboter gehen, dann können wir eben gucken, was er bei sich trägt. Wenn wir hier eh schon sehen, es ist Schrott, könnt ihr auch hier entsprechend gleich schon verdampfen machen und euch die Sachen entsprechend ablegen. Wenn ihr die Sachen rotieren wollt, rotiert ihr das, um ein bisschen mehr Platz in eurem Inventar zu schaffen. So. Und wir machen das jetzt hier ganz in Ruhe, weil die Levels sind sehr, sehr groß. Und wir haben es ja nicht eilig. So, Kameras, Shodan, hochspringen. Das ist alles Shodan, also die künstliche KI, ob in Mutanten, die gesteuert werden, Roboter, die gesteuert werden, Kameras, die euch beobachten und entsprechend Gegner auf euch hetzen. Am besten ihr tut sämtliche Sicherheitsmaßnahmen zerstören oder irgendwie vom Netz nehmen. So, haben wir wieder was. Haben wir was? Ein Berserker, Verbrauchs... Okay, was macht der? Der Berserker-Kampfverstärker ist Teil einer Reihe von experimentellen Arzneimitteln für den persönlichen Gebrauch. Er erhöht die Kraft des Oberkörpers, was wiederum den Schaden im Nahkampf erhöht. Zu den Nebenwirkungen gehören veränderte Bewusstseinszustände, kleinere visuelle Halluzinationen und etwas Wut. Naja, brauchen wir erstmal nicht. Alright. Wir sind eh schon gläsern genug, aber noch gläserner machen wir uns nicht. So, das hier, meine Lieben, sind Energiezapfsäulen. Wenn ihr die im Laufe des Levels immer mal wieder findet, könnt ihr euren Energiehaushalt damit komplett auffrischen. Rechte Maustaste zum Aufladen. So, das fährt dann rein. Ich bin mir nicht sicher, ob es eventuell sogar einen Cooldown hat, dass die Säule irgendwann wieder hochfährt, aber es sollten genügende zu finden sein. So, hier müssen wir kriechen. Und hier haben wir dann noch jemanden liegen. Oh, der hat nichts für uns. Was haben wir denn hier? Datensticks enthalten Informationen, die mit Hilfe des Multimedia-Datenlesegeräts entschlüsselt und angezeigt werden können. Ja, dann lies mal. F gedrückt halten. Türcode, Heilungskammer merken, 451. Alles klar. So, und hier haben wir noch Chips. Vier, fünf, eins. Machen wir. Ah, wartet schon der Erste. Aua. Hau ab! Hui, ist aber viel hier. Weh, du stehst nimmer auf hier. Ich sagte, du stehst nimmer auf. Komm her. Hui, wir können die ja richtig zerlegen. Boah, ist das heftig. Hohoho. In der Regel, wenn die einmal fallen, sind denn deine Beine? Könnt ihr die liegen lassen. Da müsst ihr nicht noch. Also, jeder wie er meint. Sie dürften in der Regel nicht mehr aufstehen. Year 2072. You are currently in the healing suites, located on the first level. Level 2 contains the research laboratories. 3 houses the Department of Maintenance, and the storage cells are on level 4. The flight deck is on level 5. Level 6 holds crew facilities and executive suites, and level 7
is Systems Engineering. Level 8 houses the Department of Security. The bridge is located on Level 9, and Energy Systems on Level R. All levels can be accessed. So, das ist mir egal, wenn die jetzt labert. Wir haben hier auch verschiedene... Ja, ist gut jetzt, Shodan. Komm, gib Gas. Wir haben auch verschiedene Schalterrätsel bei dem Spiel, wo wir Aufzüge aktivieren können, wo wir Barrieren ja, freimachen können. Auch ganz wichtig, dass wir diese Schalterrätsel lösen. Sie sind nicht so ganz einfach. Sieht auf den ersten Blick nicht so schwer aus. Wir haben aber keine Vorgabe. Wir wissen nicht, was wir tun müssen. Deshalb, wir müssen bei jedem Rätsel rausfinden, was zu tun ist. So, und mit dem fangen wir jetzt schon mal an, dass wir alles Schritt für Schritt machen. So, okay, der geht... Ja, ich vermute, wir müssen höchstwahrscheinlich das erreichen. Schauen wir mal, wie wir das schaffen. Okay, so nicht. Warte mal. Uiuiuiuiui. Da kommen wir nicht hin. Das bringt nichts. Je nach Schwierigkeitsgrad sind natürlich die Rätsel dann auch schwieriger. Moment, wie machen wir das hier? Okay, wenn ich den nach unten lenke, dann kann ich dann den nach oben lenken. Ja, vielleicht muss ich das so machen. Dann so. Dann darüber. Ich vermute, dass wir dahin müssen. Oder wir müssen diesen anderen viereckigen Schalter irgendwie finden. Treffen. Oh, den kann ich gar nicht drehen. Das geht gar nicht. Moment. Mann, ich habe hier nur Kurven. Was ist denn da los? Das ist ja Wahnsinn. Okay, das hat nichts gebracht. Ich glaube, wir müssen hier hin. Das heißt, wir müssen... Das ist gar nicht einfach.
machen wir es so. Yes! Gut! Sehr schön. So, und dann haben wir das gelöst. Jetzt ist nämlich dieser Aufzug aktiviert worden. Können wir da runterfahren? Ah. Wow! What? Eieieiei. Damage hoch 10. Was haben wir denn da Schönes? Haben wir... Plus Dauerstimulant. Haben wir schon Licht bekommen? Ich glaube nicht. Doch, schon Licht bekommen. Licht an. Okay. So, da haben wir eine Recycle-Station. Ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert mit dem Geld. So, die Lampe können wir ausmachen, weil sie verbraucht unsere Energie. Es gibt da sicherlich auch einen Shortcut. Ich weiß ihn gerade noch nicht. Muss mal später nachgucken. So, ihr seht, wir haben 149. Ihr öffnet das einfach. Habt dann hier das Feld. Tut das rein. Geht mit Tab wieder raus. Dann schließt es und dann drückt ihr hier auf Start. Dann kriegt ihr hier Kohle. 14 Credits kriegen wir jetzt. Sehr schön. So. Was haben wir denn hier unten? Ah, mit F können wir mal alles nehmen, alles klar. Oh, wow, wow, wow. Upsi. Boah. Das war mal ein guter Treffer. Ja, da guckst du. Nix. Einen Schädel. Audiolog. Das ist ja krass mit der Gesundheit. Da müssen wir höllisch aufpassen. Ich glaube, da gehe ich erst nochmal in die andere Richtung. Healing Station war da oben. Da müssten wir nur geradeaus und dann links. Da sind wir hergekommen.
Können wir hier auch wieder hochfahren? Oh, Kamera. Wichtig. So, Healing Station war, glaube ich, hier. Ja. So. Wollen wir zur Sicherheit mal speichern. Das haben wir gelöst. Wir könnten geradeaus oder auch mal hier lang. Nein, hier können wir noch nicht lang. Storage. Dann gehen wir noch mal da rein. Grüß Gott. Hallo. Was machst denn du da? Okay, er will uns schon mal nicht töten. Das ist nett. Audiolog. Whoever finds this, take out the cameras and the CPU blocks, and you'll gain more control over the level you're on. Shodan won't see everything. Do better than us. I told you. I told you we wouldn't be apart for long. Okay. Was haben wir hier? Tür ist manuell verriegelt. Okay. Dann werden wir die Sachen erstmal zerstören, die wir nicht brauchen. Dosen, Cola-Dosen, Getränkedosen. Also nicht Cola-Dosen, aber Getränkedosen könnt ihr natürlich getrost aufbewahren. Sie geben euch ein oder zwei Punkte an Gesundheit. Werden wir jetzt allerdings nicht nehmen. So. Storage, denke ich mal, kommen wir. Nee, das noch. Oh doch, wir kommen rein. Oh, sehr gut. Okay. Erstmal alles nehmen. Okay. Dann, wo gehen wir hin? Geradeaus am besten. Licht wäre nicht schlecht. Wo ist denn da ein Schalter? Oh, auch Licht. Und gleich zwei. Ich höre da schon wieder was. Also das so dunkel möchte ich das aber nicht haben. Was haben wir denn hier? Kommt da jemand? Nein. Oh, der nächste.
USB-Stick. Biosystem, jetzt wird unser Herzschlag oben links überwacht. So, mal kurz alles zerlegen. Da bleiben. So. Das passt noch. Munition. Okay, so, hier haben wir, glaube ich, nichts mehr. Doch, Tabletts. Alright, dann gehen wir mal hier hin. Hier, glaube ich, haben wir eh nichts mehr. Licht wäre gut. Wo kann man denn hier? Muss doch irgendwo Licht sein. Ah, hier. Ach, Gott sei Dank. So, was haben wir denn hier? Ich höre was. Oh. Nix dabei. Ui, Energiewaffe Sparkbeam. Coole Waffe. Richtet sich allerdings nach eurem Energiestand. Der ist ja momentan, sehen wir ja oben rechts, ist voll. Allerdings, ihr müsst da ein bisschen gut haushalten. Ein bisschen gut haushalten. So ist es. Dass ihr nicht out of energy irgendwann seid. Machen wir nix. So, hier haben wir aber, glaube ich, die Waffenkammer. Kann das sein? Ich meine, dass dort Zugang zumindest zu besseren Waffen ist. Was haben wir hier? Oh, Keycard. Und noch Schrott. Na, nimm. Komm schon. Jetzt. Haben wir hier auch was? Nö. Du kannst weitere Zugriffsrechte erhalten und verschlossene Bereiche öffnen, indem du dich in diesen Terminals in den Cyberspace einklingst. USB-Stick? Okay.
Okay. Alles klar. Wir gehen gleich mal in den Cyberspace rein. Erstmal werden wir hier noch ein bisschen Sachen zerstören. Und dann zeige ich euch den Cyberspace. So. Jo, seid ihr bereit? Los geht's. So, im Cyberspace haben wir, können wir uns frei bewegen. Wir haben allerdings solche, ja, Schalter, die entsprechend, wenn wir da drauf schießen, aber jetzt müssen wir uns erstmal unsere Waffe holen. Genau. Die dann den Weg freigibt oder uns zumindest einigermaßen hinlotst, wo wir hin müssen. Ja, wir haben jetzt gleich Gegner und Viren, gegen die wir kämpfen müssen. Das sind die Viren. So, und jetzt kommen Gegner. Kommt so ein bisschen Descent-Stimmung auf. Jetzt haben wir ein Täuschungsmanöver erhalten, allerdings können wir das nur einmal zünden. Wird sozusagen ein, ja, ja, Täuschung, ein Täuschungskörper gesendet, der die Gegner ablenkt. So, was haben wir hier? So. Ich will mal ganz kurz noch mal zurückgucken, ob wir da irgendwas vergessen haben. Ah, können wir gar nicht. Ist schon zu. Sofortflucht V1-Software erhalten. Wenn wir kurz vorm Sterben sind, dann könnt ihr mittels der linken Alt-Taste die sofortige Flucht antreten. Das kommt natürlich überhaupt nicht in Frage. Zumindest noch nicht. Hab ich beide erwischt? Scheint so. So, jetzt ist das grün. Dann ist das hier erledigt. Jetzt muss ich gucken, wo wir lang müssen. Ich glaube, hier lang. Lang. Da nicht. Da sind wir, glaube ich, hergekommen. Oder warte mal. Oder sind wir von da gekommen? Ja, von da sind wir gekommen. Dann gehe ich mal stark davon aus, dass wir da auch nicht reinfliegen können. Ja, okay. Dann geht's hier lang.
Na? So, es scheint, als ob da hinten der innere Core ist, der Kern ist, den wir zerstören müssen. Noch nicht. Sieht gut aus. So, jetzt ist da oben frei. So, ich glaube, da kommen wir zurück, kommen wir eh nicht mehr, dass das jetzt hier passt. Und dann geht's wieder zurück. So, meine Lieben, wir werden hier eine Kurzunterbrechung machen, zumindest für diese Folge. Die Levels sind sehr, sehr riesig und wir wollen ja alles erforschen, alles erkunden, alles erfahren. Deshalb, so mit schnell ist da nicht und dann wäre es auch. Das ist der Titel nicht würdig, dann, das muss man genießen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Machen wir dann direkt hier weiter. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Ciao.